Neben mir sitzt Christian Zöllner, der gerade einen Impulsvortrag über Digitalisierung in der Fassade und Raumgestaltung gehalten hat. Das Mal- und Lackiererhandwerk ist ja sehr traditionsbewusst. Also wie könnte man neue Kreativität in diesen Beruf bringen? Ich glaube, dass dieses Traditionsbewusste total richtig und wichtig ist. Aber dass, wenn man das erweitern will, man auch neue Räume schaffen muss, in denen sich sozusagen diese Tradition noch erweitern kann. Also wenn das nur in diesem geschlossenen Handwerk bleibt, dann ist da wenig Spielraum. Und genau diese Spielräume muss man eben als offene Labore, als Werkstätten erzeugen, wo Menschen miteinander in Kontakt treten können, die erstmal so direkt nichts mit dem Malerhandwerk zu tun haben und dadurch neue spannende Impulse reinbringen. Was müssten die jungen Leute mitbringen dafür? Na, die müssen erstmal schon sehr fest in dem stehen, was sie selber können. Also dass sie die Tradition auch wahren, aber eben dann auch offen sein dafür, okay, das ist ein Programmierer, der denkt anders, der arbeitet anders. Wie kann ich mit dem kommunizieren lernen? Und ich glaube, dass da offen sein, neue Sprachen zu entwickeln, neue Kommunikationsformen auch zu etablieren, das ist das, was man eigentlich dafür braucht. Und natürlich so eine Lust am Neuen und so ein Ausprobieren. Aber das ist ja bei den in so generell gestalterischen Berufen ja eh vorhanden. Vielen, vielen Dank. Gerne.